Das folgende Video enthält Darstellungen von Gewalt und sollte von minderjährigen Zuschauern nicht konsumiert werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Story. Dieses Mal bin ich wieder dran und ich habe mir eins meiner absoluten Lieblingsmärchen ausgesucht, und zwar Rapunzel. Ich war als Kind schon ein riesiger Fan von Rapunzel, vor allem von den langen Haaren, weshalb auch meine allererste Comicfigur, die während meiner Grundschulzeit entstanden ist, eine ähnliche Frisur hatte. Und als Disney ihre Version von Rapunzel angekündigt hat oder rausgebracht hat, war ich unglaublich gehypt, weil Lieblingsmärchen. Natürlich war mir klar, dass Disney einige Änderungen an der Originalversion vornehmen wird, und ich war echt gespannt, was genau anders sein würde. Disney hat natürlich nicht enttäuscht und ihre ganz eigene Version erschaffen, die ziemlich große Unterschiede vorweist, was ganz gut ist, weil sonst würde es dieses Format ja auch nicht geben. Außerdem gibt es jetzt zwei Versionen von Rapunzel, von denen ich ehrlich gesagt gerade nicht weiß, welche ich lieber mag. Im Film geht es um Rapunzel, eine Prinzessin, deren Haar magische Fähigkeiten besitzt, die als Baby von einer Frau namens Mutter Gothel entführt und in einem Turm eingesperrt wird. Mutter Gothel versteckt Rapunzel vor der gesamten Welt und nutzt ihre Ziehtochter bzw. ihr Haar, um jung zu bleiben. Im Verlauf der Geschichte lernt Rapunzel Flynn Rider kennen, der sie mitnimmt, um wenigstens einmal die Welt sehen zu können. Vor allem die Laternen, die an ihrem Geburtstag den gesamten Nachthimmel erleuchten. Sie erfährt, wer sie wirklich ist und so weiter und so fort. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr den Film schon gesehen habt. Und falls nicht, holt das nach. In der Originalgeschichte ist Rapunzel allerdings gar keine Prinzessin und sie hat auch nicht ihr gesamtes Leben in einem Turm verbracht. Die Geschichte beginnt bei ihren Eltern. Ein ganz normales Ehepaar. Kein König, keine Königin. Ganz normale Leute. Und die wünschen sich schon ewig lange ein Kind. Wie irgendwie jedes Ehepaar in einem Märchen, habe ich das Gefühl. Das Paar lebt in einem Haus und dort gab es ein kleines Fenster, von wo aus man in einen prächtigen Garten sehen kann. Blumen, Kräuter, Gemüse, Salat, alles drin und so weiter. Wundervoll. Muah. Der Garten ist allerdings von einer riesengroßen, hohen Mauer umgeben und niemand traut sich hineinzugehen, weil dieses Grundstück gehört einer mächtigen Zauberin, die von der ganzen Welt gefürchtet wird. Die Frau wird schwanger, alle sind happy, denn das lange ersehnte Kind ist unterwegs, aber es wird ganz schnell problematisch, denn die Frau entwickelt einen unglaublichen Heißhunger auf die Rapunzel im Garten der Zauberin. Und ja, Rapunzel ist nicht einfach nur ein sehr merkwürdiger Name, sondern tatsächlich was Essbares. Salat. Die Frau wusste aber, dass sie niemals von diesen Rapunzeln essen konnte und deswegen wurde ihr Heißhunger noch größer. Ihr kennt das, ne? Wenn man was nicht essen darf, dann will man es einfach noch mehr. Sie wurde krank und ihr Mann wurde natürlich immer besorgter um die Gesundheit seiner Frau. Die erzählte ihm, dass sie sterben wird, wenn sie nicht von den Rapunzeln aus dem Garten der Zauberin essen würde. Bisschen überdramatisch, die Gute, aber okay. Und der Mann denkt sich so, ja gut, bevor die mir hier verreckt, dann schleiche ich mich halt in den Garten und klaue ein bisschen Grünzeug. Das geht auch ein paar Mal gut, aber natürlich erwischt die Zauberin ihn irgendwann mal und ist nicht sonderlich begeistert davon, dass er in ihren Garten steigt und ihr Gemüse klaut. Der Mann bettelt um Vergebung und erzählt von seiner kranken Frau, die unbedingt diese Rapunzeln essen muss. Und die Zauberin denkt sich so, ja okay, whatever. Und sagt dem Mann, okay, du kannst so viele Rapunzeln mitnehmen, wie du möchtest, aber dafür bekomme ich das Kind. Und der Mann sagt natürlich sofort ja, weil... Und als das Kind zur Welt kommt, taucht die Zauberin natürlich auf und schnappt sich das Mädchen, tauft sie Rapunzel. Und das war's dann von den Eltern in dieser Geschichte. In den Turm gesperrt wird Rapunzel erst, als sie 12 Jahre alt wurde, mitten in einem Wald, ohne Tür, nur mit einem Fenster. Also der Turm hat nur ein Fenster und keine Tür. Der Wald... Generell, ihr wisst, was ich meine. Ein Turm ohne Fenster, ohne... Nein, der Turm. Ein Fenster ohne Tür in einem Wald, in dem es generell keine Türen gibt. Der einzige Weg zu Rapunzel führt über ihr 20 Ellen langes Haar, das sie zu einem Zopf geflochten hat und um einen Fensterhaken wickelt, runterlässt und dann kann man hochklettern. Ihr kennt das. Irgendwie ist das... super weird, wenn man so drüber nachdenkt. So lebt Rapunzel halt mehrere Jahre in diesem Turm und hat nicht wirklich viel zu tun. Die Zauberin besucht sie zwar regelmäßig, aber ansonsten ist es ein ziemlich einsames Leben. Deswegen sitzt Rapunzel die meiste Zeit in ihrem Fenster und singt. Und wie es der Zufall so will, taucht irgendwann ein Prinz auf und hört ihren Gesang und ist total begeistert. Es erfüllt sein Herz und der ganze kitschige Kram. Und er findet den Turm auch, allerdings keinen Eingang. Und deswegen...
weiß er nicht so ganz, was er tun soll, besucht halt immer wieder diesen Ort, um dem Gesang zu lauschen. Und eines Tages bekommt er mit, wie die Zauberin auftaucht und den berühmten Spruch Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunterruft. Und da ist der goldene Zopf. Und der Prinz denkt so, okay, ja. Alles klar, habe ich verstanden. Der Prinz wartet, bis es Nacht ist und probiert das Sprüchlein selber aus. Und natürlich funktioniert es. Wahrscheinlich haben die Zauberin und der Prinz eine ähnliche oder die gleiche Stimme. Jedenfalls, er klettert den Turm hoch. Und Rapunzel ist natürlich erstmal wahnsinnig erschrocken, als sie den Prinzen sieht. Und hat allerdings in dieser Version keine Bratpfanne zur Hand, weshalb er auch dazu kommt, mit ihr zu reden. Er erzählt ihr, dass ihr Gesang sein Herz berührt hat und er sie heiraten möchte. Und Rapunzel denkt sich so, oh, okay, der ist wahrscheinlich netter als die Zauberin. Warum nicht? Na gut. Aber sie sagt, dass sie den Turm nicht verlassen kann. Sie bittet den Prinzen, sie öfter zu besuchen und jedes Mal einen Strang Seide mitzubringen, damit sie sich daraus eine Leiter knüpfen kann. Warum sie nicht direkt nach einer Strickleiter fragt, weiß ich nicht, aber... Märchen. So wird es auch gemacht und die Zauberin bekommt auch nichts von den nächtlichen Besuchen des Prinzen mit, bis Rapunzel sich verplappert und zwar auf die dämlichste Art und Weise, wie man sich verplappern kann. Rapunzel fragt eines Tages, wie es denn dazu kommt, dass sie so viel schwerer hochzuziehen ist als der Prinz. Sie hat also nicht einfach nur verraten, dass sie regelmäßig heimlich einen Typen in den Turm holt, sondern sagt im selben Atemzug auch noch, dass sie fett ist. Auf zu lachen. Hast du mich gerade fett genannt? Die Zauberin wird wütend, fühlt sich betrogen und beschließt, Rapunzel zu bestrafen. Sie schneidet ihr die langen Haare ab und bringt Rapunzel in die Wüste, wo sie in großem Jammer und Elend leben muss. Später am gleichen Tag kommt der Prinz erneut, um Rapunzel zu treffen, sagt das Sprüchlein auf und die Zauberin wirft den abgeschnittenen Zopf herunter. Der Prinz klettert hoch, kommt oben an, trifft allerdings nicht seine hübsche Perle, sondern eben die Zauberin, die ihn verspottet. Nachdem der Prinz das hört, springt er vor Verzweiflung aus dem Fenster. Ich krieg das nicht ohne Lachanfall hin. Lassen wir das einfach so. Den Sturz überlebt er zwar, aber er landet in einem Haufen Dornen, die ihm die Augen zerstechen. Von da an wandert er blind, jammernd und weinend durch den Wald. Jahrelang. Was ist eigentlich für ein Opfer? Irgendwann schafft er es allerdings, vom Wald in die Wüste zu wandern, in der die Zauberin Rapunzel verbannt hatte. Die hat in der Zwischenzeit Zwillinge bekommen, was bedeutet, dass der Prinz und Rapunzel im Turm... Egal. Der Prinz hört ihren Gesang und folgt der Stimme und als Rapunzel den Prinzen sieht und ihn auch wiedererkennt, fällt sie ihm um den Hals und weint. Zwei der Tränen benetzen seine Augen und er ist geheilt. Einfach so. Der Prinz nimmt sie mit in sein Reich und alle freuen sich und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ich denke mal, der König hatte keine Probleme damit, dass sein Sohn nach Jahren mit einer Frau und zwei Kindern zurückkommt. Das waren andere Zeiten. Ich muss gestehen, auch wenn es eins meiner Lieblingsmärchen war und ist, ich habe es schon lange nicht mehr gelesen und jetzt, wo ich mein Gedächtnis ein bisschen auffrischen konnte, das Original ist ziemlich weird. Ich meine, generell sind Märchen manchmal ziemlich seltsam und auch teilweise brutal und blutig, aber gerade bei Rapunzel ist mir jetzt erst aufgefallen, wie dumm sich Rapunzel und der Prinz und generell alle manchmal verhalten. Deswegen, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, mir gefällt die Disney-Version besser. Klar, im Original haben wir einen Prinzen, dem die Augen ausgestochen werden. Das ist schon ziemlich nice. Aber Disney hat die Geschichte an genau den richtigen Stellen geändert und das alles insgesamt irgendwie angenehmer und besser zusammenpassend gebastelt. Der Name Rapunzel hat jetzt halt null Sinn, aber alles andere... Ich meine, sogar die magischen Disney-Tränen, die alles heilen, das passt wunderbar zu Rapunzels Fähigkeiten. Generell sind Superkräfte nice, von daher... Ich mochte es, dass es einen Grund gab, weshalb sich Rapunzel die Haare nicht abgeschnitten hat oder weshalb sie halt so lang waren und dass Mutter Gothel auch einen Grund oder ein klares Motiv für ihre Taten hatte, außer böse, mächtige Zauberin sein. Der Film war insgesamt dynamischer und in meinen Augen perfekt modernisiert.
man hätte es sich auch leicht machen können, ne? Mit 2, 3 sprechenden Tieren und einem unblutigen Happy End ohne vorherlichen Sex. Stattdessen haben sie was Wunderschönes Neues erschaffen, was trotzdem noch nah genug am Original dran ist. Ich denke, Disneys Rapunzel hat gewonnen, wenn schon nicht die neue Story überzeugt, dann auf jeden Fall der Bratpfannenschwertkampf zwischen Flynn Rider und dem Pferd Maximus. Das klingt ziemlich hundert. Genau wie das Märchen. Ihr seht bei dem Bild, dass ich auch dieses Mal nicht versucht habe, die 3D-Grafik aus dem Film zu imitieren. Ich wäre ja auch ein bisschen bescheuert, wenn ich es versuchen würde. Stattdessen habe ich mich hier an der Rapunzel-Animationsserie orientiert, die dem Concept Art des Films auch ziemlich ähnelt. Rapunzel in ihrem Turm, die Haare zu einem Zopf geflochten, statt sie offen zu tragen. Mutter Gothel mit dem abgeschnittenen Zopf ihrer Ziehtochter. Und natürlich der Prinz Flynn Rider mit den blutigen Augen. Das war ein Muss, das wollte ich unbedingt zeichnen. Und das klang makabrer, als ich es im Kopf hatte. Welche Version von Rapunzel gefällt euch persönlich denn besser? Schreibt das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt, checkt auch die anderen True Story Videos aus. Checkt generell unsere Videos, weil wir machen coolen Kram. Tschüss!